Hi Leute, hier ist Chris, willkommen zu einer Folge Minecraft Future, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Future. Und ja, letzte Folge waren wir bei Professor Bacon drüben und haben mit ihm getalkt ein bisschen, damit wir ein bisschen Neuigkeiten rausfinden. Wir haben einige neue Sachen rausgefunden und ich habe gerade gesehen, es gab ein leichtes Problem gerade bei der Aufnahme, sorry, dass ihr gerade kurz mein Inventar unten die Leiste hier zweimal gesehen habt. Sorry, ich habe jetzt eigentlich eine Bildschirmaufnahme angehabt auf OBS und das war wirklich nicht geplant, egal. Die erste Folge waren wir bei Bacon drüben und haben mit ihm getalkt und ich wollte mal gucken, ob wir einen Brief bekommen haben vielleicht, weil wir müssen jeden Tag reingucken und haben wir was? Schnell. Okay, war kurz. Erstmal schön gemütlich hingehen. Ich meine, es heißt schnell, aber es muss nicht schnell sein. Wo setzen wir uns hin? Wir setzen uns zu unserem Esstisch hier hin. Okay, das Steak mal aus der Hand und. Was haben wir so? Hallo Craft und Sex, komm schnell in die Stadt vor Erebos Tower. Dort stellt er gerade die Klone vor. Du musst schnell kommen, Professor Bacon. Warte. Wird er mir gerade erzählen, dass. Weil Erebos stellt gerade die ganzen Dinge, die ganzen neuen Klone vor, wovon er gewartet hat letzte Folge und gemeint hat, hoffentlich geschieht das nicht. Okay, wir müssen, Leute, wir müssen schnell rüber. Wir müssen ganz schnell rüber. Ich bin hier, ich sehe das gerade. Ach du. Uff. Hallo. Hallo, Bacon. Schönen guten Tag, die Herren und Damen, Erebos. Oh, hi. Hier ist ein Skelett. Ey, das geht. Es soll nicht nerven, Oh, hi. Hallo, Bacon. Okay. Ich setz mich hin. Du hast gesagt, ich soll kommen. Ey. Ach, du. WTF. WTF, der ist nicht menschlich. Warte, soll ich mir machen den Helm auf? Sonst erkennen die mich vielleicht. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Ist das abnormal? Gut, dass du gekommen bist. Sie stellen die Klone vor, die wir gefürchtet haben. Sie fangen an. Okay. Ach du Kacke, sind okay. Psst. Okay. Wir sollten leise sein, aber heute möchte ich euch und meinem Partner FBI Commander unseren neuen Sicherheitsklone vorstellen. Warte. Ey. Ich habe das rechte Gefühl, sie sind nicht so freundlich. Ach du. Hier sieht man sie gut. Nein, man sieht die ganz schlecht. Aber wir müssen vielleicht nicht so auffallen. Haben wir irgendwas mit dem wir nicht. Hier. Nehmen wir die Schuhe hier. Dann sehen wir schon mal anders aus. Diese falsche Freundlichkeit. Was? Dort oben ist ein großes Bild von ihnen. Und bei uns stehen sie. Bacon. Was sollen wir machen? Weil Leute, ganz ehrlich, irgendwie wird es mir ganz komisch, wenn ich ehrlich bin. Aber hier ist dann Sitzen und alles, mich ein bisschen loyal. Bin gespannt, was sie sagen. Okay, sie sind loyal und stärker als jeder Polizist und Soldat. Ach nee. Ja, fühlt sich, glaube ich, leicht getriggert. Fühlst du dich leicht getriggert, meine Frage ist, wo ist links der Oberkommander? Vielleicht kommt, ist er gar nicht da oder vielleicht hat er einfach sich umgezogen zu einem von denen oder keine Ahnung. Ist mir egal. Aber naja, bis jetzt nicht wirklich bedrohlich. Was so? Vielleicht, okay, sie sind stärker. Ich meine, sie sehen wie Roboter aus. Sie werden großteils nur für schwere Angelegenheiten genutzt. Okay, interessant. Ach, vielleicht möchten die uns damit nicht mehr noch was tun. Ich meine, vielleicht sind sie ja freundlich. Okay. Oder bei speziell geheimen Missionen. Das sind gar nicht gut. Ja. That's not so good. Gut, ne? Okay, ich soll jetzt vielleicht lassen, aber es ist wirklich nicht so gut. Erebos, du bist verrückt. Ach genau, und Leute. Aber Leute, mal kurz aus der Folge so, dass ich ignoriere mir kurz. Ich möchte sagen, falls ihr Bock habt, auf eine Woche Future, also jeden Tag Future, vielleicht jeden Tag kommt andere Projekte halt nebenbei an gleichen Tag noch als zweite Folge. So, jeden Tag Future jetzt eine Woche. Wenn ihr auf Bock hättet, lasst
15 Likes da, dann kommt das in jeden Tag Future und ja, was? Und sie brauchen kaum was zu essen. Sie essen eine Kartoffel pro Woche. Mir gefällt das Ganze gar nicht, was sie so erzählen. Mir auch nett. Weil Leute, das bezweifle ich. Was ist an denen gut? True. Also, warte, was? Ich glaube, jetzt sind sie erst aufgefallen. Natürlich verbessern wir sie noch, damit ihr alle in Sicherheit leben könnt. Okay. Nein, ich nenne es okay mal. Ey, ich glaube, Bacon ist gerade am Ausrasten. Okay, mit den Schuhe wieder zurück. Das bringt hier gar nichts. Aber ich glaube, die sind leicht stärker als gedacht. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei denen. Ich meine, guckt euch die an. Er hat gemeint vom Klon. Aber das sieht. Sind das Klone von diesem FBI Joe, der alles überlebt? Die sind sicher hartnäckig. Weil der hat Leute, wer ich weiß, den haben wir getötet und der hat überlebt. Also und. Die werden sicher hartnäckig. Das war's aber auch für mich und meinen Partner. Wir gehen wieder zurück zu unserer Basis. Niemand beleidigt mich. Ich glaube, er fühlt sich beleidigt durch das. Ihr könnt die Klone noch weiter betrachten. Bacon, was meinst du? Ihnen nicht. Schönen Tag noch, Ihnen nicht. Bacon, leicht aggressiv. Komm mit, okay, Mister. Okay. Dann gehen wir halt mit dem mit. Und warum habe ich den Beischrift wahrscheinlich gedrückt? Egal, okay, dann folgen wir ihn einfach mal. Ich glaube, der hat das nicht so erfreut damit. Ich weiß nicht, was ich jetzt ernsthaft davon halten soll. Weil ich meine, das. Ich weiß ernsthaft nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, das ist gar nicht gut, wie sie da. Was sie da sagen. Ja, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Unternehmen. Wo ist denn er jetzt hin? Ach, hier. Ich mach den Regen kurz aus. Regen ist böse. Niemand mag Regen. Und. Was? Light Mage. Hat der gerade einen Mob hier getötet? Okay. Ich werde gucken, ob ich was dagegen machen kann. Okay, mach das. Weil kann ich dagegen wirken? Hoffentlich. Weil Leute, wenn er nichts dagegen macht oder nichts erfindet, was dagegen wirken kann, dann haben wir ein sehr großes Problem. Ich melde mich bei dir oder so. Okay. Bis dann. Okay, dann Leute, dann würde ich sagen, gehen wir auch zurück. Dort geht dann sein Häuschen oder sein Labor rein. Okay, ist wieder Moonstone gelandet. Ey, dieser Moonstone ist da ist wirklich nervig. Ich habe auch gesehen, Leute, hier ist auch einer gelandet, aber er hat unser Zuhause nicht zerstört. Das ist schon mal gut. Okay, hier Moonstone hier rein. Okay, wir müssen vielleicht das Ingot flicken. Das mache ich gleich, aber ich lege mich erstmal schlafen. Oder so. Oder wait. Haben wir Ingot Dirt? Nein, hier. Wo ist meine. Hier. 1, 2. Das nehmen wir den halben Stack mal raus. Dann reparieren wir das mal. Weil es ist ganz und gar nicht gut, dass Erebos jetzt eine Klonarmee hat. Und von dieser FBI-Chows, glaube ich, ist das noch. Und die sind extrem hartnäckig, Leute. Wir haben wirklich ein sehr starkes Problem. Wir müssen irgendwas dagegen unternehmen. Ich überlege gerade, was man dagegen machen könnte. Vielleicht kann er irgendeine Waffe herstellen, die einfach tausendmal stärker ist. Und Bosse auch ohne irgendwas töten könnte. Vielleicht irgend sowas. Ich hoffe, er findet irgendwas, sonst sind wir wirklich am Arsch. Wortwörtlich, ne. Okay, hier. Dann gehen wir erstmal wieder ins Bettchen, damit es dark wird. Und hoffe, ich crasht nicht das Game, wie letzte Folge. Perfekt. Und ja, ich wollte mal gucken, dass wir unsere irgendwo eine Truhe bauen und die Kristalle verstecken, weil durchgehend bei uns im Inventar behalten ist auch nicht klug. Weil wenn wir irgendwann mal an denen sterben, haben wir ein Problemchen. Und da können wir Trap. Door, okay, es gibt nur solche Trapdoors. Keine geheim. Haben wir Ghostblocks oder so? War mal Ghost. Nein, wir haben keine Ghostblöcke. Okay, dann müssen wir einfach die Truhe hier irgendwo verstecken unter Wasser. Haben wir irgendwo eine Trapdoor, sonst baue ich schon eine. Hier ist nichts dran. Nein. Ich baue eine Trapdoor, Leute, weil wir müssen irgendwo das verstecken. Hier. Hier.
Dann müssen wir jetzt unter der Erde irgendwo im Wasser wie vorschlagen. Verstecken, weil sonst ist vielleicht nicht so nice. Okay, am besten hier so, weil hier guckt, glaube ich, niemand nach. Dann hier die Kristalle raus. Eins, zwei, der Dämon, der Wasser, der halt des Meeres, dann Universums, dann Future, Ewigkeit und Einigkeit. Okay, die legen wir alle mal hier so rein. Nach drei, ich glaube, so haben wir sie auch nach der Reihe bekommen. Hier so, machen wir hier so. So haben wir sie eigentlich bekommen. Dann machen wir einen Screenshot, weil das sieht nice aus. Und hier. Und jetzt dann damit nicht so auf. Okay, aber warte mal. Ist das nicht diese eine Bohne, die wir mal gepflanzt haben? Warte, lass die hoch. Vielleicht finden wir was Nices. Warte kurz. Wir machen die jetzt dann ganz nach oben. Warte kurz. Wir holen Bone Meal. Ich glaube, das ist hier. Nein, hier. Ja. Hier. Dann machen wir so, weil wenn so eine diese Bohnenpflanze ist, die wir gefunden haben, dann ist das mega nice aus dem Grund, weil dann haben wir da eine Bohne, oder? Nein, das ist Magic Bean. Was macht die? Die macht einfach, die droppt einfach verschiedene Sachen. Lol, ist das cool. Die droppt, sieht halt voll cool auch aus. Nice. Okay, was haben wir bekommen? Ein Fire Charge, ein Gunpowder, ein Purple Dye, ein graues Gas und vier weitere. Dann würde ich sagen, naja, irgendwas wollte ich hier gerade machen. Egal. Aber Leute, wir müssen uns mal ein Boot oder so hier bauen, vielleicht. Hier so, oder irgendwas können wir hier bauen. Oder so einen Hafen vielleicht. Irgendwas Nices gehört hier hin. Irgendwas gehört hier hin. Was haltet ihr davon, wenn ich hier ein kleines Boot baue? Das könnten wir sogar jetzt an der Folge noch machen, aber obwohl. Oder irgendwas hier hinbauen. Eine kleine Hütte, das machen wir einfach. Wir machen hier eine kleine Hütte. Oder nein, wir machen hier einen Steg und dann eine kleine Hütte später irgendwo mal dorthin. Hier so. Bin ich wie hier so. Ist das? Ja, okay. Dann machen wir hier so. Dann haben wir schon mal einen. Dann können wir hier den kleinen Teich machen. Dann hier. Hier so. Ah. Eigentlich brauchen wir keinen Crafting-Teil, fällt mir gerade auf, wenn wir ja dieses Ding im Inventar haben, hier. Aber wir nutzen das nie irgendwie. Das sollten wir vielleicht öfters machen. Okay, hier, dann haben wir hier vielleicht irgendwas, weil hier haben wir so eine große Fläche und wir nutzen die eigentlich nicht. Das wäre, irgendwie ist das schade. Meiner Meinung zumindest, keine Ahnung, wie ihr das findet. Okay, dann können wir, ich mache das mal hier so weg, damit das vielleicht besser aussieht. Hier rein und hier so. Dann machen wir hier Dann machen wir so und hier so. So vielleicht, dann ist es halt von hier so ein Bogen drin. Aber von hier normale. Das machen wir hier so und haben wir mehr. Perfekt. Mehr Wurzellabs. Okay. Hier lecker Schmecker so. Dann machen wir hier so. Sieht das halbwegs gut aus. Ich würde sagen, schlecht wird das nicht aussehen. Ich bin keiner der seltenen Stege so baut eigentlich. Ich weiß nicht. Egal, dann machen wir einfach mal hier noch so, mache ich überall hier so hin. Hier so. Dann haben wir hier so einen Steg oder so. Hier so. Warte kurz, Leute. Dann erhöhen wir das hier so einfach alles und dann machen wir alles ein bisschen höher. Hier. Das wäre doch ziemlich hübsch und nice vielleicht. Oder vielleicht denke ich mir, vielleicht ist es einfach ein Gedanken nicer als es wirklich ist. Ich kann es nicht sagen. Aber naja, falls ihr eine Meinung dazu habt, wie das aussieht oder so, schreibt es gerne in die Kommentaries. Okay, ja, das droppe ich mal hier alles. Ach fuck, wie es aussieht, eröffnet sich dieser Cheat-Modus. Oder halt, wenn du was drückst einfach, wenn du Steuerung Q drückst, zu droppen. Okay, das können wir auch, dann können wir das hier, aber ich würde sagen, ja, wir haben hier ein bisschen weitergearbeitet, wir haben den neuen Plan von Airboss rausgefunden, was sehr viel uns bringt, weil so könnten wir ihn stoppen oder irgend sowas. Und ja, ich hoffe, die Folge gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und vergiss nicht zu abonnieren, weil wir stehen kurz vor die 300 Abos und ja, bis nächstes Mal und ciao.